Ja, willkommen. Nicht direkt zurück zu Advent Apes Exodus, aber zu einer kleinen Info. Denn ich habe, ich hatte halt Probleme. Denn die ersten 16 Folgen, für alle, die sie geschaut haben, ich weiß, dass auf jeden Fall Wolf geschaut hat, danke dafür. Für alle, die sie noch geschaut haben, jetzt hier, ich hatte halt ein kleines Problem. Und zwar, hat der Emulator ein bisschen rumgekackt wegen Diskwechseln. Also man muss ja, wenn man dann, also da, wo wir aufgehört haben, muss ich ja in den Brunnen springen und dann kommt da halt kommt da halt eine Einblendung, bitte CD2 einlegen. Das kann man, also der Emulator unterstützt das auch, aber der ist halt immer dann wieder beim, also der ist quasi beim wieder reingehen ins Spiel, ist er dann abgestürzt. So, und ja, ich konnte halt nicht, dann quasi einen richtigen Übergang machen. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich dann den nächsten Part, ich sag mal, das alles ein bisschen geschnitten, weil ich muss jetzt halt ein paar Sachen einzeln aufnehmen. Und so, also ich muss jetzt quasi die Zwischensequenz wenn man nämlich die CD2 einlegt, kommt nämlich sagen wir 2 Minuten Zwischensequenz oder 1 Minute. Und die muss ich jetzt halt auch einzeln aufnehmen. Und zwar gibt es da nämlich Cheats für Earthworld Apes Exodus, die man halt im Hauptmenü eingeben kann, und da kann man halt dann einem Level überspringen und halt Levelauswahl oder halt die Videosequenzen sich alle einzeln anschauen. Habe ich mir halt die Videosequenz rausgesucht, die halt auch so eins aufgenommen. Deswegen ist alles ein bisschen geschnitten, also bitte nicht wundern, ja. Und das Problem ist halt auch, ich habe mir den Emulator quasi ein bisschen zerstört, also die Memory Cards wurden nicht mehr erkannt, also diese emulierten halt. Und ich musste halt den komplett löschen, den komplett neu dann nochmal mir Drohnen runterladen, konnte konfigurieren. Und das Problem ist jetzt halt, wir sehen es gleich, ja, ich habe jetzt quasi 0 von 300 gerettet. Das ist ein kleines Problem, hinsichtlich darauf, dass wenn wir jetzt hier mit der zweiten CD weitermachen, kommen wir wieder die Anzeigetafeln, da steht dann da, ja, das stimmt halt alles nicht so überein, wie wir es die ersten 16 Folgen hatten. Aber ich werde es halt, ich habe da mir schon einen Plan, den erkläre ich jetzt ganz kurz. Und zwar werde ich jetzt hier quasi ab CD2, also wir sind hier wirklich wirklich das erste Bild von CD2, werden wir halt auch alle Mutagens retten. Wir sind ja schon die gelassen, also hier unten wäre auch ein Secret, hier unten. Wir werden halt wirklich alle Mutagens in CD2 retten, und ich werde dann quasi kurz vorm Ende, also wenn wir quasi alle gerettet haben, werde ich, eine Cheat Engine aktivieren, also einen Cut machen, eine Cheat Engine aktivieren, und dass das Spiel quasi vorgeben wird, dass wir alle 300 haben. Also ich habe dann ja im Endeffekt doch alle, also daran ist ja dann nichts ercheatet worden, weil ich habe ja wirklich alle 300 dann gerettet. Ihr seht das dann ja in den Aufnahmen. Müsst euch dann einfach anschauen. Also ihr seht das ja. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diese kleinen technischen Schwierigkeiten. Das ist halt der Nachteil, wenn man mit Emulator zockt, ja, weil man halt nie weiß oder, ja, weil halt sowas total unerwartet kommt, weil ich habe halt damals schon mal mit einer älteren Version, die halt damals frisch raus war, auf dem Laptop gezockt, und da konnte ich halt ganz normal diesen Change Disk benutzen. Aber jetzt ging das halt nicht. Aber es lag auch nicht am Emulator, es lag am Video-Plugin, weil ich konnte, also das Video-Plugin ist halt abgestürzt, wenn man halt vom Rausgehen aus dem Spiel und halt wieder reingehen ins Spiel. Da das Video-Plugin, also jetzt benutze ich auch gerade ein anderes Plugin, habe ich ewig gesucht, bis ich da mal ein ordentliches Plugin jetzt gefunden habe, was grafisch halt nicht irgendwie das Spiel zerstört, sondern und was auch halt kompatibel läuft. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir diese technischen Schwierigkeiten, und ja, ich, falls ihr noch Fragen habt, irgendwie, weiß ich nicht, Bezug auf irgendwas, also ich werde es dann auch im Laufe der nächsten Folgen nochmal erklären, deswegen würde ich sagen, hier, haut rein, bis zum nächsten Mal, und der nächste Part wird dann ganz normal mit der Zwischensequenz weitergehen, also so als ob wir ganz normal weiterspielen würden, nur, dass dieses Video halt hier nur zur Info ist, damit alle Bescheid wissen, die das LP verfolgt haben oder verfolgen werden. Gut, tschüss.